okay, das war. Oh, wir haben ja auch einen Flammenwerfer. Wow. Oh, wow, oh, wow, oh, warte, 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 warte. Jetzt, jetzt, jetzt. Komm, check. Ich glaube, ich habe mich in die falsche Ecke manövriert. Oh, Scheiße, ich glaube, ich komme da nicht mehr raus. Oh, ich habe mich in die falsche Ecke manövriert, ich Idiot. Oh. Ausweichen. Okay, ich bin raus. Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Easy on the trigger, boy. Okay, here we go. Okay, that's about that. Wir haben Patient 0 getötet. Naja. Also ich sag mal so. Wir haben jetzt gerade, just in dem Moment, circa 3 Stunden immer wiederkehrendes Gameplay gespart, indem wir einfach auf Easy gestellt haben. Und ich war noch nie glücklicher über eine Entscheidung. Computer, diese Dosa Deluxe einen Witz vor. Was sagt der Wirt, wenn Dachdecker in die Bar kommen? Geht aufs Haus. Das war das Baby. Und das, liebe Kinder, passiert mit Mel und Dina.
Und genau deswegen soll die nicht schwanger werden. Doch schon, aber doch nicht draußen. Liebe Kinder. Und das sage ich die ganze Zeit. Und die Leute werden, nee, das ist doch Quatsch, Alter. Kannst doch locker bis kurz vor der Geburt, Alter, bis zu der Fruchtwasserplatz, kannst du doch rausgehen und kämpfen, man. Das ist doch easy. Okay. So. Die Scheiße glaubt mir doch kein Mensch. Nee. Hey, Abby. Danke, dass du das sagst, aber wir glauben auch nicht an diese Scheiße hier und gekauft haben wir es trotzdem für 70 Euro. Okay, Abby? Und du bist hier die Einzige, die die Scheiße, den Kahn noch mal ein bisschen aus dem Dreck zieht. Und der war tiefer als tief da drinnen. Also, Abby, wir glauben dir den Scheiß. Geht's Yara gut. Was? Alle suchen nach dir. Was hast du gemacht? Gar nichts. Du solltest doch da bleiben. Es ging nicht. Deine Freunde sind hier überall. Hast du die Sachen? Ja. Jetzt sollten wir machen, dass wir hier wegkommen. Hey. Geh nach. Danke, Naughty Dog. Das war eine sehr weise Entscheidung, dass wir den Rückweg nicht spielen. Großartig. Willst du sie streicheln? Ist okay? Ja, siehst du? Fertig. Du kannst jetzt zu ihr, wenn du willst. Kommt sie wieder in Ordnung? Ja, kommt sie. Hey. Es sind nur Kinder. Ich weiß. Was ist mit uns passiert? Vielleicht haben wir aufgehört, nach dem Licht zu suchen. Vielleicht. Ich werde mal nach den Mädchen sehen.
Okay. Endlich sind wir in einem Happy Place gelandet, Chat. Endlich. Vergangenheitstraum 12.572. Seattle, Tag 3. Eins muss ich sagen, Chat hatte recht, es ist besser geworden. Meine Fresse, es hat lange gedauert, sich bis hierhin durchzukämpfen, aber es hat sich scheinbar etwas gelohnt. Es ist wirklich besser geworden. Owen? Ich bin's nur. Warum bist du noch wach? Ich hab Yaras Verband gewechselt. Unglaublich, wie gut sie sich hält. Naja, Scars sind hart. Ich schaff's hin und zurück. Worüber streiten sie sich? Nein, fick dich, Yara. Dich würde ich auch nicht allein lassen. Löffel nicht weg aus Seattle. Owen hat gesagt, sie können mit nach Santa Barbara. Das ist typisch Owen. Ich dachte, du hättest ihm das inzwischen ausgeredet. Eigentlich werde ich mitgehen. Aber nicht, wenn du mitkommst. Was? Ihm kannst du vielleicht was vormachen. Aber mir nicht. Ich mache niemandem was vor. Isaacs Topscar-Jägerin entdeckt plötzlich ihr Herz? Und das hat nichts mit Owen zu tun, ja? Ich habe nicht immer alles richtig gemacht. Du bist echt scheiße, Abby! Warst du schon immer. Du kannst mich mal. Du willst den Kindern was Gutes tun? Dann lass sie in Ruhe und verarsch sie nicht auch noch. Abby war gerade mit sich im Reinen, Mel. Fuck. Abby? Cooles Shirt. Bist du okay? Was macht der Arm? Es ist besser als heute Morgen. Hat Lev sich beruhigt? Das wird er noch. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen?
ziemlich sauer. Klar. Er ist da lang gerannt. Hey, wer lässt er denn? Lev! Lev, komm bitte zurück! Warum will Lev nicht nach Santa Barbara? Er sorgt sich um unsere Mom. Was sie unseretwegen mit ihr machen. Sollte er sich denn sorgen? Er muss sich jetzt auf seine eigene Sicherheit konzentrieren. Was könnte ihr passieren? Manchmal müssen Eltern für die Sünden ihrer Kinder büßen. Aber unsere Mom ist tiefgläubig. Sie wird das durchstehen. Gibt es Wege, ihr zu helfen? Er kann sie nicht zum Gehen überreden. Niemand könnte das. Mich beschäftigt mehr, was sie mit ihm anstellen könnte. Lev! Lev! Es tut mir leid! Lev! Weißt du, ich frag mich, ob er die gesehen hat. Er liebt Haie. Liebt Haie und hasst das Meer, hm? Er war wirklich offen zu dir. Unsere Todesangst hat uns verbunden. Er meinte, du warst sehr mutig. Hörst du das? Lev! Ist er hier drin? Hey, ist okay. Ist okay. Sie will nur spielen. Hey, Mädchen. Was hast du da? Sie tut dir nichts. Okay, pass auf. Holzmädchen. Ich glaube, sie will, dass du nochmal wirfst. Okay, einmal noch. Ja, so schnell. Willst du auch mal? Das wäre keine gute Idee. Sie beißt mich doch nicht, oder? Nein, versprochen. Kann ich nochmal? Das würde ihr bestimmt gefallen. Wir sollten weiter nach ihm suchen. Lev! Wieso tut er das? Denkst du, er könnte eure Mom überzeugen? Wenn sie ihn so sieht, erwürgt sie ihn mit bloßen Händen. Was hat er dir erzählt? Nicht viel. Aber eure Leute, sie nannten ihn Lily. Lange Zeit habe ich nicht verstanden, warum er die Regeln anzweifelt. Die Tradition. Als er
mir erzählte, was er empfindet, sagte ich ihm, er muss es für sich behalten. Ich hoffte, das legt sich wieder. Eine Zeit lang war es okay. Dann schor er sich den Kopf. Wie einer der Männer. Das war Selbstmord. Dann seid ihr weg? Ich brüllte ihn an. Ich schlug ihn. Ich war so dumm. Hey, ich hab 'ne Idee. Suchen wir was Schönes für ihn. Was meinst du, warum er es getan hat? Den Kopf rasiert, meine ich. Letzte Woche hat er seine Rolle in der Gemeinschaft bekommen. Er wollte Soldat sein, wie ich. Aber sie haben beschlossen, er wird die Frau eines der Ältesten. Es ist Tradition. Armes Kind. Wo ist Santa Barbara? Das ist in Kalifornien. Wo ist Kalifornien? Okay, also, das ist Seattle und das ist Santa Barbara. Und unsere Insel? Die ist zu klein, aber sie wäre hier oben. So weit. Ja. Gut. Hier muss es noch irgendwas geben. Nein. Es gibt was Besseres als diese Shirts. Ja, hi. Das ist süß. Okay, Stiftung Warentest bestanden. Siehst du, was das sich lohnt? Nein. Such weiter. Das ist auf jeden Fall haltbar. Ist nicht verrottet, kann man noch benutzen. Könnten wir verkaufen. Für ein Twitch Prime kriegt ihr das Ding. Kein Problem. Wie wär's hiermit? Das ist perfekt. Man liegt falsch, weißt du. Du bist ein guter Mensch. Du kennst mich nicht. Ich weiß genug. Abby. Kannst du aufhören, mich zu beklauen, bitte? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass alles im Aquarium dir gehört. Na klar, mein Aquarium, mein Zeug. Nur ein Witz. Nimm dir, was du willst. Du nicht.
Hast du Lev gesehen? Ja, er war gerade da hinten. Kann ich mit dir reden? Ich komme nach. Sie dachte, ich meine das ernst. Ich und Kinder. Ja. Aber dich mögen sie. Also, du wirst doch mitkommen, oder? Ich kann nicht. Wieso? Du weißt wieso. Wir können das hinkriegen. Es ist zu spät. Nein, nein, es ist nicht. Ich weiß. Es ist ein ziemliches Chaos. Ich weiß. Aber wir könnten glücklich sein. Abby. Wir dürfen glücklich sein. Hast du das gehört? Er will zu ihr. Zu wem? Seiner Mama. Sie wird ihn umbringen, Abby. Ist das Boot fertig? Noch nicht. Wie lange brauchst du noch? Ein paar Stunden. Fuck. Wir halten ihn auf. Wir nehmen ein Boot aus dem Yachthafen. Hey, sie ist frisch operiert. Mir geht's gut. Nur sie kann ihn finden. Ich komme mit. Owen? Sie wollen auf die Insel. Ja, eben. Ich lass sie nicht allein gehen. Doch, das tust du. Ich kann helfen. Ja, indem du das verdammte Boot klar machst. Setz Prioritäten. Ja, gehen wir. Da ist der Yachthafen. Wie geht's dir? Alles gut. Okay. Du wirfst diesen Ort? Hier liegen ein paar unserer Boote. Okay. Chat, wir müssen kurz mal eine Pause machen. Ich muss pullern. Aber so richtig. Also so... Richtig, richtig. Die Frage ist jetzt, die ich in den Raum stellen möchte, ist, Pi mal Öre, würden wir das heute schaffen? Ich möchte das nicht auf Krampf durchspielen. Also nicht unbedingt mit Zeitangabe, auf Krampf ist halt wirklich auf Krampf. Nein, schaffen wir nicht. Okay. Weil dann würde ich nämlich fast sagen, heben wir uns den Rest für morgen auf. Denn ich möchte nämlich sagen, dass der zweite Teil mit Abby viel besser ist als der erste Teil. Was aber nicht das Spiel besser macht. Das macht das Spiel nicht besser. Nicht wirklich. Aber wir gucken uns das noch zu Ende an, bevor ich endgültig was dazu sage.